So, sag mal, ich muss jetzt hier diese Möwentasse, ist das dein Ernst, diese Möwentasse? Immerhin mit einem ornithologischen Motiv. Ja? Die ist übrigens, die kommt fast aus deiner Heimat. Da war ich nämlich hier oben. Ich möchte, ist mir scheißegal, ich möchte so eine schöne Taste, wie du ja, da hast. Nee, die habe ich, das ist meine persönliche, die habe ich mir selber kreiert. I Love Birds, da ist mein Blesshuhn vorn drauf. Und das Blesshuhn Stelzenmann. So, ihr Lieben, ja, ich bin heute bei meinem lieben Freund Carsten in der Lausitz. Wir haben die letzten 4 Tage da miteinander verbracht, sind durch Polen gewandert, lange Wanderungen gemacht, durch einsame Gebiete, Steppe, Wildnis, haben Vögel beobachtet. Ich wusste nie, dass das so schön sein kann, Vögel zu beobachten. Seit ich Carsten kenne, ist die Natur für mich in ganz anderem Licht. Warum wir das hier machen, weiß ich auch nicht so richtig. Ich will einfach meinen Freund Carsten vorstellen, weil es ein lieber Kerl ist. Und ich kenne Carsten mittlerweile seit 4 Jahren, 5 Jahren, sowas ja. In dem Dreh. Ja, ja. Da war mal bei mir in einem Hochzeitsfotografie-Workshop. Aus heutiger Sicht kann man sagen, warst du völlig verkehrt in dem Hochzeitsfotografie-Workshop. Weil Carsten ein Naturbursche ist, wie ihr schon seht. Er wohnt unglaublich schön und doch sehr einfach, aber sehr, sehr schön in diversen Blockhütten. Er hat davon hier so ein paar auf seinem riesengroßen Grundstück direkt an der Spree stehen. Und er führt das Leben, was ich immer führen wollte, nämlich einsam in der Blockhütte mit einer Wollmütze auf dem Kopf und ein Rauschebad unten und dann morgens die Hühner füttern, glücklich sein. Und habe ich was vergessen? Ja, nee, also ich meine, du beschreibst mich schon ziemlich gut. Also ich muss dazu gleich mal noch kurz was einwerfen. Der Hochzeitsfotografie-Workshop, da habe ich natürlich trotzdem was gelernt. Ja, bei dir lernt man ja immer was. Ja. Also was du so gesagt hast von mir, es ist natürlich jetzt nicht ganz so, dass ich hier so total einsam lebe und so, das ist ein bisschen... Zerstör doch das Bild. Das ist okay, aber ich lebe schon ein bisschen anders. Ja? Also ich lebe hier wirklich in der Hütte, die ich mir selber gebaut habe. Das heißt also, mir haben Freunde geholfen, ist klar, kann man nicht ganz allein machen, aber ich habe das Holz mitgeschlagen, wir haben es aus dem Wald zurück, ich habe ein kleines Sägewerk gekauft, wir haben es aufgesägt. Ich habe mir selbst beigebracht, mit Hilfe eines Blockhaus-Lehrbuches so eine Hütte zu bauen. Das ist eine super Geschichte. Also der Typ, der hat angefangen, sich zu überlegen, hat einen Bauwagen, hast du erst gelegt, ja. So. Und dann hast du gesagt, so eine Blockhütte wäre ganz cool, hast ein bisschen gegoogelt. Mhm. Ne? Zur Freude meiner Familie habe ich 4 Jahre lang in einem Bauwagen gelebt, 150 Meter von meinem Haus weg. Was eigentlich ein er hat ein großes ist. Haus, muss man dazu sagen, eigentlich, aber er hat es vorgezogen, im Bauwagen zu leben, so wie Peter Lustig so ein bisschen. Ja, weil das ist wirklich unheimlich interessant. Man lernt sich ein bisschen einzuschränken und das hat mir auch mal gut getan. So, wenn man dann morgens nicht den Wasserhahn aufdreht, sondern den Wasserkübel anhebt bei 20 Grad minus draußen, kann man sich vorstellen, da ist alles gefroren. Ja? Ja. Man macht die Tür auf und man steht mitten in der Natur. Und damals, ich guck, das hat ein bisschen nachgelassen, muss ich ganz ehrlich sein, aber damals bin ich dann tagtäglich in die Spree gegangen zum Baden, auch im Winter, auch wenn es richtig kalt war, oder habe mich im Schnee mal draußen ein bisschen rumgewälzt. Und mir hat das gut getan, das war eine tolle Erfahrung. Und irgendwann kam dann jemand hier zu so einem Seminar, so einem Pflanzenseminar, und sagte zu mir, Mensch, warum baust du dir hier nicht ein Blockhaus? Und dann ist diese Idee, hat sich dann langsam manifestiert bei mir und ich habe dann Holz besorgt und dann ging das los. Und dann hat er gesagt, der hilft mir dabei. Da haben wir ein Sägewerk gekauft, das hat am Anfang nicht so richtig funktioniert, weil wir nicht wussten, wie und was. Und dann waren die 14 Tage, die er Zeit hatte, um. Und dann hatte ich hier im Bergholz ein Sägewerk, der Mann musste wieder weg. Und die Idee, ein Blockhaus, und vor allen Dingen hätte ich ja allen erzählt, ich baue eins. Ja? Jetzt kannst du dir vorstellen, das ist ja natürlich eine blöde Situation. Jetzt hat man sich wirklich eins bauen. Na klar. Und dann habe ich rumrecherchiert, habe ein Buch gefunden, wo wirklich, ja, sage ich so, für Dummies, ja, so ein Ding. Blockhausbau für Dummies. Sägen Sie hier 10 cm ein, dann nehmen Sie die Axtschlange, aha, zack, weißt du, so ging das los. Und dann wuchs das Tatsache. Man konnte sehen, langsam, peu à peu, irgendwann hat es die Höhe, wo ich gesagt habe, es geht gar nicht mehr allein. Ja. Musst du dir Freunde mit ranholen, das habe ich auch gemacht. Und dann haben wir das zusammen hochgezogen und dann hatte ich irgendwann, war diese Hütte fertig, ja, es war Dach drauf, Fenster, alles war fertig, es stand nichts drin, außer ein Ofen, ja, und ich hatte ein Feuer da drin gemacht, das war irgendwann im Februar, mein Schlafsack rein, mein Hund, eine Flasche Whisky und dann habe ich an der Wand gesessen und gesagt, wow, weißt du so, das war ein total geiles Gefühl, ich habe ein Haus gebaut, also echt irre, also wenn man das mal so gemacht hat,
Und du hast wirklich die Bäume mit dem Förster zusammen im Wald ausgesucht. Und unten ringsrum waren die Wolfsspuren um die Bäume herum. Das war also irre. Jetzt hast du mir so viele Stichpunkte gegeben. Wolfsspuren, Naturwanderung. Aber um es mal kurz zu machen, irgendwann hat dieser Typ hier dieses Blockhaus gebaut. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, mittlerweile gibt er Blockhausbaukurse hier auf dem Grundstück und baut im Jahr, weiß nicht, 2, 3 Blockhäuser, die dann irgendwie von Leuten gekauft werden, mit einer Gruppe zusammen. Also wenn ihr irgendwann mal ein Blockhaus bauen wollt und wissen wollt, wie das geht, das ist der richtige Mann. Der hat mittlerweile auch noch einen zweiten Mann dabei, einen unglaublichen geilen Zimmermann, den Austin, den kenne ich auch ziemlich gut, mit dem er dann hier die Sachen zusammenbaut. Es ist wirklich ein Traum. Du hast eben das Stichwort Wolf genannt und das ist ja das, wo ich auch komischerweise wurden da meine archaischen Triebe geweckt oder sowas. Jedes Mal, wenn ich hier bin, erzählt er mir am Lagerfeuer unten seine Wolfsgeschichten, wie er hier an seiner Blockhütte saß und auf einmal heulte der Wolf. Und es war einer der ersten Wölfe oder der erste Wolf, den es hier gab in der Lausitz, ne? Ja, das war eine Wölfin und zwar, das erste Rudel war ein Stück weiter an der Moskauer Grenze, die kam aus Polen rüber, um das Jahr 2000 rum, ein bisschen früher, ist jetzt im Zahlenspiel jetzt keine Rolle, aber da hat sich das erste Rudel, ist sesshaft geworden, auf deutschem Teil und im Truppenübungsplatz Bad Muskau, da hatten sie so ein bisschen Ruhe erstmal, ziemlich große Wälder, nicht so viel Betriebsamkeit. Mhm. Und dort haben die ersten Welpen geworfen, also da ist das erste Rudel herangewachsen. Und von diesem wahrscheinlich ersten Nachwuchs ist eine der jungen Wölfinnen abgewandelt in das Nachbargebiet. Das ist häufig so, dass also die weiblichen Tiere nicht so weit wandern und ist unmittelbar daneben sesshaft geworden. Nun war es aber so, dass zu der Zeit noch nicht genug Wölfe im Umfeld da waren als potenzielle Partner. Mhm. Und nun hat diese Wölfin hier in dem Gebiet um Neustadt herum gelebt. Und sie war ständig auf der Suche nach einem Partner. Und irgendwann in der Februarnacht habe ich hier vor der Tür gestanden. Es war Schnee, es war richtig kalt und sternklarer Himmel. Und so gegen 21:30 abends war das, höre ich auf einmal dieses Heulen. Ich dachte, das ist doch verrückt. Und das ging über mehrere Tage, bis ich dann gesagt habe, das muss ich jetzt unbedingt mal aufnehmen. Habe so ein kleines Aufnahmegerät genommen, bin dann in den Wald gegangen, das sind 150 Meter hier von der Hütte weg. Und das Faszinierende war, ich laufe da im Schnee in den Wald rein und höre dieses Heulen aus unmittelbarer Nähe. Und ich habe den Wolf laufen hören. Ich habe ihn nicht gesehen. Also er war ganz dicht an mir dran. Es ist ein verrücktes Gefühl, das muss man ganz ehrlich sagen, weil der ist dir mit seinen Sinnen unheimlich überlegen. Also ich habe das natürlich dann auch meiner Familie vorgespielt, meiner Mutter. Meine Mutter sagte, wow, das klingt unheimlich schaurig und da läuft es mir kalt den Rücken runter. Da habe ich gesagt, weißt du, ich kann dir das einfach mal versuchen zu übersetzen, was diese Wölfin da sagt. Ja. Das ist ja, die macht das ja, um Kontakt aufzunehmen. Ja. Sie ist auf der Suche. Eine verzweifelte, junge, attraktive Frau, Wolfsfrau in dem Fall, die sagt einfach nur, einsame, attraktive, junge Wolfsfrau mit wunderschönem Grundstück, sucht attraktiven, jungen, kräftigen Wolfsherrn zwecks Gründung einer Wolfsfamilie. Was anderes macht die gar nicht. Und für mich klingt das eher so wehmütig, so sehnsuchtsvoll. Ja, da ist so viel Sehnsucht in dem Wolf. Wenn ihr jetzt nochmal, vielleicht das später nochmal anhört, dann werdet ihr merken, das ist so. Also das ist kein... Ja, ist geil. Du hast dich ja damals auch relativ schnell auch so ein paar Biologen angeschlossen oder mit ein paar Biologen Kontakt gehabt, die so ein bisschen das ergründet haben, dass der Wolf jetzt wieder zurück in die Lausitz aufs deutsches Gebiet kommt. Und bist so ein bisschen, also für mich bist du hier der Wolfsmensch, mein Wolfsansprechpartner, weil mittlerweile sind sie bei uns auch in der Nordheide. Aber du kennst dich ziemlich gut aus mit Wölfen. Ja, es war immer so, dass ich habe ja früher so Camps organisiert, Naturcamps für Kinder und Jugendliche, und die hatten immer so Naturthemen. Und da war natürlich der Wolf, lag auf der Hand, dass das ein Thema wird. Nun, zu der Zeit hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, ist es klar, bis auf, dass ich ein Heulen gehört habe oder irgendwie so ein paar Sachen mal. Und dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, Gesa Kluth, das ist die Frau, die mir da weiterhelfen kann. Ja. Und da es auch noch Hinweise auf eine Sichtung gab hier in unmittelbarer Nähe, die ich dann gemeldet habe, habe ich gedacht, okay, irgendwie nehme ich mal Kontakt auf. Und das war eine ganz kuriose Geschichte. Ich habe also geplant, so ein Camp zu machen mit einem Freund zusammen, hatte die Nummer von ihr, hab den Telefonhörer in der Hand, will die Nummer eintippen, auf einmal klingelt das Telefon bei mir in der Hand. Dachte ich, wer ruft mich an? Geh ran,
da meldet sich Gesa Kluth. Ach Quatsch. Ich dachte, die Biologin, die ich gerade an. Und ich musste spontan natürlich lachen, weil ich dachte, da sagt die, was gibt's denn da zu lachen? Wer ist denn da überhaupt? Ich sage, ja, hier ist Kasnitsch. Ja, ich wollte Sie sprechen, aber warum lachen Sie? Ich habe gesagt, das ist doch verrückt, ich will gerade Ihre Nummer wählen. Ja. Naja. Und dann sagte sie, ich habe sie gefragt, was sie von mir will, und es ging um diese Sichtung. Sie hat das von anderer Stelle gehört und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe das beschrieben, sagte, das wäre sehr interessant. Und im Gegenzug fragte sie mich dann, was ich will natürlich, und ich habe gesagt, ja, ich denke, ich würde gerne so ein Camp machen mit Kindern und Jugendlichen. Und damals war alles noch in den Kinderschuhen, die Ängste waren da und so weiter, wie man das so überall kennt in neuen Gebieten, wo Wölfe neu aufkreuzen. Und sie sagte, das ist eine ganz tolle Sache, über die Kinder können wir die Leute erreichen und das ist ein guter Beitrag für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja, ja. Und so entstand eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit. Es folgten also sehr viele Kindercamps, dann später auch Führungen für Erwachsene und Gruppen, die sich da gemeldet haben. Du gibst Wolfsführung. Das ist so eine Sache, die ich unglaublich interessant finde. Mittlerweile, das ist jetzt 14 Jahre her, seit der erste Wolf hier geheult hat, gibt so kleinere Gruppen von 3-4 Leuten, mit denen du hier durch den Wald läufst und auf Spurensuche gehst und denen so ein bisschen das Leben des Wolfs erklärst. Und mit Chance sieht man auch einen Wolf. Da gab es ja schon die eine oder andere Gruppe, wo ihr auch wirklich einen Wolf gesehen habt. Es ist klar. Also ich meine, es gibt natürlich in jedem Gebiet immer irgendwelche Leute, die auch Führungen anbieten. Das gibt es auch hier. Ja. Aber ich habe mir so gedacht, ich möchte gerne eine Nische da besetzen und möchte so ganz kleine Angebote machen. Ja. Also ich möchte lieber mit wenig Leuten in der Natur unterwegs sein. Das ist eh so meine Art, mich zu bewegen. Ich möchte nicht viel auffallen und dann aber auch den Leuten, die zu mir kommen, eine größere Chance zu ermöglichen, Natur besser wahrzunehmen. Das kann man, jeder, der mal mit einer großen Reisegruppe irgendwo war, der weiß, da wird gelabert und gequatscht und am Ende dort fliegt irgendwas, wo die anderen alle gucken, ist alles weg. Ja, und natürlich in so einer kleinen Gruppe oder mit Einzelpersonen hat man eine viel größere Chance. Und natürlich hat man die Chance. Andererseits gesehen, natürlich gibt es keine Garantie. Es ist Natur. Ja? Bis zu 350 Quadratkilometer groß, so ein Wolfsrevier, muss man sich vorstellen. Ich meine, da ist der nicht immer gerade da, wo man langläuft. Ja. Aber ich denke, ich weiß ganz gut, wo die unterwegs sind, kann das gut recherchieren im Vorfeld. Wir haben ja jetzt die letzten 4 Tage, als wir wandern waren, hast du mir gesagt, Mensch, guck mal da, das ist so ein typisches Revier, wo der Wolf immer unterwegs ist, da ist das so und so. Es ist nämlich nicht einfach so, dass man in den Wald reingeht und sofort sagt, hier lebt der Wolf. Der sucht sich ja auch sein Environment, sag ich mal, sein bestimmtes Umfeld, um zu leben. Ne? Natürlich, also was für die von vornherein wichtig ist, ist erstmal, gibt es genug zu fressen? Ja. Das ist A und O, ja? Gibt es genug Rückzugsorte in dem Gebiet. Das heißt also, die müssen jetzt nicht, wie so das Klischee ist, wie die meisten darüber denken, ja, die leben so irgendwo total in der absolut abgeschiedenen Wildnis. Ja. Die brauchen einfach ein paar Rückzugsorte, wo die sich mal zurückziehen können. Ansonsten kommen die ganz gerne auch mal in menschliche Siedlungen ran, weil die neugierig sind. Ja. Überall da, wo Wölfe und Menschen in unmittelbarer Nähe leben, ist das so. Da gehen die auch dahin und schauen da mal auf die Menschen. Was sagst du denn zu diesen ganzen Leuten, die jetzt so unglaublich Angst haben, dass der Wolf jetzt hier, neulich hatten wir gerade so eine Diskussion, ja, der ist der Wolf über den Spielplatz, was sagst du denn da, wenn der Wolf erstmal über den Kinderspielplatz läuft und deine Kinder anfällt und so? Das kann man eigentlich nur belächeln, ja, weil das ist totaler Quatsch. Also Menschen gehören nicht in das Beutespektrum eines Wolfs, also absolut nicht, ja, das ist, die Wölfe haben gelernt, sie sind kluge Tiere, der Mensch ist für uns eine potenzielle Gefahr, ja. Es gab Unfälle mit Wölfen, keine Frage, aber dann war immer der Mensch der Verursacher. Also nicht immer, im Moment, es kann sein, dass der Wolf Tollwut hat, aber dann ist es mir egal, ob ich von dem tollwütigen Wildschwein angefallen werde oder vom Wolf. Wildschwein ist nicht weniger gefährlich. Genau, man könnte meinen, der Wolf am Ende, ja, da kann man stolz drauf sein, aber das ist mir hinterher auch egal. Egal. Das klingt natürlich besser, wenn einer Wolf gefressen hat, als das Wildschwein. Wildschwein ist würdelos. Also auch mit Würde sterben. Ja, genau. Ich weiß, ein schöner Eber. Aber ich meine, also es wird von den Menschen, also es sind Ängste da, die sind vollkommen überzogen. Und was ich noch sagen wollte, wenn jetzt also, der Mensch war dafür verantwortlich, indem er den Wolf erstmal da rangelockt hat zum Beispiel. Also es gab so Fälle, zum einen können es Tiere sein, die in Gefangenschaft waren und sofort den Menschen als sozialen Partner gesehen haben. Ja. Also sie sehen uns ganz anders. Die sehen da nicht, das ist mein Herrchen, sondern die sehen uns als Wolf. Ja. Wenn wir, so wie wir unsere Hunde, die wir
bei uns erhalten. Da sind wir nicht, wir sind nicht ein Mensch für den Hund, ja, sondern wir sind ein Mitglied des Rudels. Ja, ja, ja. Auch wenn wir anders aussehen. Das Optische spielt da gar keine Rolle. Ja, ja? Ja, ja. Und sie verhalten sich uns gegenüber wie anderen Hunden gegenüber. Ja, ja. Und nur weil wir der dominante Hund sind, machen sie das, was wir von ihm verlangen. Mhm. So. Und wenn jetzt ein Wolf bei Menschen aufgewachsen ist und kommt danach in die Freiheit, dann sieht er immer wieder, wenn er dann Menschen sieht, das sind auch nur Wölfe, ja, und er geht mit denen genauso um. Ja. Also mit einem, der auf ihn mit Brust raus drauf zukommt und vielleicht noch einen Knüppel in der Hand hat, dann überlegt er sich, oh, da gehe ich gar nicht ran. Ja. Und ein anderer, der da, oh, da, der ist potenziell gefährdet. Ja. Also das heißt, man sollte solche Tiere nie zu Kuscheltieren machen und sich da reinholen. Das ist bei den Amis so ein Trend zum Teil. Ich finde das total bekloppt. Ja, Wölfe in Gefangenschaft als Haustiere zu halten, absoluter Schwachsinn. Mhm. Die sind Leute, die haben keine Verantwortung. Ein anderer Fall wäre zum Beispiel, dass man die in freier Natur anfüttert. Mhm. Ja, also es gab auch solche Fälle, dass irgendwelche Forstarbeiter haben dann Abfälle rausgeworfen und das machen ja auch andere Tiere, die sich daran gewöhnen, Bären oder so. Und dann wird es ein Problem. Dann werden diese Tiere zu einem Problem für die anderen. Mhm. Denn der Nächste, der hinkommt, der weiß gar nicht, dass da vorher einer gefüttert hat und der Wolf denkt, in Anführungsstrichen, ach, jetzt kommt wieder so einer, der mir gleich was zu fressen gibt. Ja, gib mir was zu fressen, gib mir was zu fressen, und der tut's dann nicht. Ja. Und am Ende, da raschelt's im Karton. Das, und dann sagt er, jetzt komm, wenn du nicht mir gibst, dann hol ich mir einfach. Ja, ja, ja. Und dann gibt's die Auseinandersetzung. Und die, na gut, auf der anderen Seite, es gibt aber auch Wölfe, die jetzt Schafsherden reißen, ne? Teilweise. Ja, natürlich, da hat er nichts anderes gelernt. Ja. Ich meine, man muss mal überlegen. Also die Wölfe haben immer so, also ein Schaf, da steht doch nicht dran, das gehört mir, dem Menschen. Ja, ist er, wie soll er das wissen? Ja. Der steht draußen, steht ein Tier, vier Beine mit Fell, das ist Essen, für den. Und ob da ein Zaun rum ist oder nicht. Mhm. Ja, und wenn das Essen nicht wegrennt, ist er noch viel blöder. Dann gehe ich hin und nehme mir einfach. Ja, ja, ja. Das kennt er alle. Ja, irgendwo festlich große Tafel, ich will jetzt mal nichts sagen, ich esse auch gerne mal. Weißt du, und du kommst da ran, alle, heute ist alles umsonst. Oh, da koste ich von der Leckerei und von der. Und hinterher sagst du, oh, habe ich ganz schön übertrieben. Das machen die Wölfe nicht anders, die reißen dann auch mal was, und wenn dann noch vielleicht Jährlinge dabei sind, also nicht ganz ausgewachsene Wölfe, die müssen erstmal lernen zu jagen. Der Wo lernt sich's besser als in so einer Schafherde? Ja, ja, zack, ja, ja. Kielbiss, umgefallen. So, nächstes. Dann passiert sowas. Mhm. War hier in der Nähe 36 tote Schafe beim befreundeten Schäfer. Ja. Aber es gibt was dagegen zu tun. Du kannst also, eine sehr gute Methode, der befreundete Schäfer von mir, der hat Herdenschutzhunde. Ja. Das ist eine sehr alte Methode, das sind effektive Wächter. Und da ist wieder diese Geschichte, dieser Hund wächst als Welpe in der Schafherde mit auf. Mhm. Und für den sind alle Schafe drumherum, sind auch Hunde. Ja, ja. Und zwar alles dein Rudel. Ich habe hier 300 Freunde um mich rum und wehe dem. Einer kommt hier und will meinen Freunden da was tun. Also im Grunde ein guter Wachhund für die Schafsherde, und schon ist das funktioniert. Problem. Das funktioniert. Ja, ganz gut. Nicht ein allein, eher zwei oder drei, aber es ist kein Thema. Das kriegen die gut in den Griff. Ja. Also, okay, dass du dich mit Hunden, mit Wölfen auskennst, war mir klar. Eine Geschichte fand ich trotzdem noch, die höre ich immer wieder gerne, und zwar als ihr damals die erste oder eine der ersten Wolfsjagd, wo ihr den Wolf getaggt habt mit einem Sender, versendert, sagst du. Ja, ja, ne? Ein Bier-Sender. Das heißt, habt ihr wirklich so wie damals quasi, das war im Winter, ach, erzähl doch selbst. Das ist also so, natürlich muss man, es gibt wenig Informationen über diese Tiere, ja. Und es ist so, dass aus diesem Grund werden einige gefangen und die werden besendet. Also für mich persönlich muss ich sagen, da schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Also ich mag nicht gern ein wildes Tier einfangen und ihm ein GPS dann an mir, ich will auch nicht so rumrennen müssen. Ja, ja, ja. Und es ist aber wirklich so, dass es wirklich am Ende gemacht wird für ihren Schutz. Denn es gibt potenziell sehr viele Wolfsfeinde, nicht selten Jäger, muss man jetzt so sagen. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier alle Jäger, liebe Jäger, nicht generell habe ich ein Problem damit, aber es gibt schon eine ganze Menge der schwarze Schafe darunter. Ja. Und aus diesem Grund braucht man die Informationen über die Tiere. Die kriegt man nicht, indem man die draußen mit dem Fernglas beobachtet, da ist er husch und ist mal weg, sondern man braucht Daten. Und die sammelt man unter anderem mit so einem GPS-Sender. Und wir haben damals diese Jagdmethode uns zunutze gemacht, wie sie sehr früher zur Ausrottung der Wölfe genutzt wurde, die sogenannte Lappjagd. Die Lappjagd, da wird
ich kann da jetzt wirklich nur eine Kurzfassung erzählen. Es werden Spuren gesucht im Schnee, nach Neuschnee. Dann wird ein Gebiet festgelegt, wo die Wölfe sich zurückgezogen haben. Ein Waldgebiet, in dem sie zur Ruhe sich zurückgezogen haben, wo sie am Tag einen Tag Ruheeinstand haben. Und dieser muss relativ schnell eingelappt werden. Das heißt, es werden Leinen gespannt auf eine Länge von ungefähr 4 Kilometer, um etwa 1 Quadratkilometer einzuzäunen. Mhm. Und an diesen Leinen hängen so kleine Fähnchen in solchen Abständen. Daher kommt das auch, das Sprichwort, die Lappen, durch die Lappen gegangen. Naja, das kommt dann ja später, der ist ja noch nicht durch die Lappen gegangen. Wir haben ihn jetzt erstmal eingelappt, du nimmst mir hier gleich meine, also weißt du. Nein, ist klar. Jedenfalls, dann haben wir den da drin, dann wird später wird ein Netz aufgebaut und es wird versucht, mit einer Treibergruppe, die langsam durch das Gebiet geht, die Wölfe in Richtung Netz zu lenken, und vor dem Netz sitzen die Fänger, und das sind Leute, die haben so eine Astgabel in der Hand. Da durfte ich mit dabei sein. Beim ersten Mal muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, wenn man dann da sitzt und wartet, man hört überhaupt nichts mehr, dann sitzt man so mit seiner Astgabel und sagt, was mache ich hier eigentlich? Ja, bin ich irgendwie von allen guten Geistern verlassen? Jetzt rennt gleich ein Wolf vielleicht an mir vorbei in Richtung Netz, und wenn er da nicht reinrennt, dann rennt er vielleicht auf mich drauf zu. Und genau das ist mir Tatsache passiert. Wobei in dem Augenblick, da nimmst du das gar nicht mehr wahr. Weißt du? Aber dir fallen vorher diese ganzen Geschichten ein. Es wurden ja doch schon mal Leute vom Wolf gebissen. Und mein Großvater hat mir mal erzählt, treibe nie ein Tier in die Enge, weil dann wird es sich verteidigen. Und was anderes machen wir ja da nicht. Der hat mal als Jugendlicher eine Ratte in einem Stall mit der Mistforke in die Ecke, und die sprang ihm ins Gesicht. Ah, ja, und diese Vorstellung, das alles kam mir in den Sinn in dem Augenblick, muss ich ehrlich sagen. Und dann war es wirklich so, diese Anspannung stieg immer mehr, man hörte dann langsam so diese Treiberstimmen von hinten, und auf einmal kamen zwei Kolkraben geflogen, also verrückt wie in der Mythologie, und ich dachte, das sind so, die kündigen das an, die flogen aus der Richtung hinter mir, und dann hörte ich irgendwas knistern in den Ästen, und ich hockte in so einem Baumwipfel von einem umgestürzten Baum. Und dann sprang wirklich in 2 Meter Entfernung diese Wölfin über diese Krone. Und ich sehe das Bild heute in Zeitlupe vor mir, und setzte vor mir auf und zack, und rannte vor mir in Richtung Netz. Und dann springst du auf, vorher bist du eingefroren, es ist ja kalt, es sind ja Minusgrade, hockst da 2 Stunden im Schnee. Und ich rannte mit dieser Astgabe schreiend in diese Richtung. Der Wolf vor mir her, in Richtung Netz, und im letzten Augenblick hat er das Netz gesehen, machte kehrt und kommt frontal auf mich drauf zu. Scheiße. Ja, also, aber das ist in dem Augenblick ganz egal, weißt du? Ja. Und dann der Wolf hat dann mich gesehen, hat gedacht, nee, nicht mit dem, hat wieder umgedreht und ist in Richtung Netz gerannt. Und dann kamen die anderen auch an, und dann haben wir den da fixiert. Der wird dann betäubt, ganz schnell geht das, damit er keinen Stress hat. Wir wollen ihn ja auch nicht wehtun. Das soll also wirklich, und es läuft so sanft wie möglich da ab. Ja, natürlich ist erstmal vorher dieser Stress und so. Da gibt es auch Filmaufnahmen dazu. Das Ganze ist eine ganz archaische Jagd. Also es ist abgefahren, verrückt. Ja? Und das wird heute nicht mehr so gemacht hier bei uns. Es gibt andere Methoden, erzähle ich vielleicht später mal mehr dazu. Aber es ist also wirklich so, dass wenn man da dabei ist, weißt du, man fühlt sich so ein bisschen, es ist so ein Zwischending zwischen Mammutjäger, es ist verrückt, aber das kann ich nachvollziehen, wie diese Leute auf so ein Vieh mit einem Holzspeer losgerannt sind. Oder aber früher als Kind habe ich immer so Ritterfilme gesehen, habe gesagt, wie bekloppt sind denn die in der ersten Reihe stehen, von anderen kommt ein Herr mit Panzerpferden an. Verstehst du? Also das alles. Und trotzdem macht man es. Also du schaltest einfach ab. Hast du denn auch schon mal so einen Wolf fotografiert? Ja, also mittlerweile habe ich das. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt erstmal einen gesehen habe. Weil es ist wirklich nicht so. Die Tiere sind nicht so häufig, auch wenn sie sich immer mehr ausbreiten. Und sie sind auch nicht so auffällig. Sie sind natürlich sehr in sich zurück. Und irgendwann, natürlich, wenn du immer wieder in diesen Gebieten unterwegs bist und auch mal ein paar Hinweise von anderen kriegst und die Hinweise in der Natur liest, das ist sehr wichtig, dann kommst du den Tieren immer näher. Und dann kommt irgendwann die Chance, mal einen zu fotografieren. Es ist eher nicht zufällig, sondern es ist schon sehr geplant. Ja, musst du da rangehen. Baust ein Versteck, tanzt dich ab. Ich meine, auch zu diesen Einzelheiten kann ich sehr viel erzählen, aber das mache ich natürlich lieber gerne in meinem Fotokurs. Ja. Du machst Fotokurse auch, wobei das jetzt nicht so Fotokurse sind wie Blitzen im Studio, sondern... Es geht in erster Linie nicht um die Technik, sondern es geht in erster Linie darum, also man sollte schon so ein bisschen sein Equipment beherrschen. Es geht eher darum, wie mache ich das? Ja. Nicht bloß den Wolf natürlich, also
ich mache jetzt nicht in erster Linie Wolfsfotografie, sondern, weil das ist schon ein bisschen die höhere Kunst, muss ja, ich sagen. Ja, so ja. Viele Leute haben in Deutschland noch nicht in freien lebenden Wolf fotografiert. Ich kriege zum Beispiel Schreiben, ja, da habe ich irgendwo ein Eisvogelbild gepostet und da sagen, ja, den Eisvogel, den versuche ich schon seit 10 Jahren, da pirsche ich mich da immer ran und da sage ich, da wirst du dich auch noch weitere 10 Jahre ranpirschen. Es geht nicht so einfach. Mit Pirschen ist es sehr unwahrscheinlich. Das musst du ganz anders angehen. Ja. So, und wie man das macht, ja, das erkläre ich den Leuten. Dann, ah ja. Weißt du, wie gehe ich an so ein Tier ran? Wie recherchiere ich dazu? Mhm. Was, und dann natürlich auch, was brauche ich denn für eine Ausrüstung? Ja, aber was muss ich mir da anziehen? Muss ich ein Versteckzelt haben? Wo setze ich mich hin? Zu welcher Tageszeit? Was? Alles das, ja. Mhm. Lernt man da für den Anfang und natürlich soll also auch demnächst dann was geben für Fortgeschrittene. Ja, ja, also ja, so eine Aufbaugeschichte. Was ich jetzt auch anbieten möchte, in gar nicht so ferner Zukunft, ist, dass ich direkt dann auch Verstecke fertig habe, dass man also auch gleich einen praktischen Erfolg da hat. Ja? Ja, ja. Also das sollen dann so Kurse sein übers Wochenende. Ja. Man ist 2 Tage da, 2 Nächte da, mhm, und da gibt es dann viele Bilder zu sehen, zu diskutieren. Man kann auch eigene Sachen natürlich mitbringen, um auch schon mal zu gucken, was machst du denn eigentlich schon, wo stehst du da. Und dann gibt es aber auch einen praktischen Teil, wo man also wirklich mal das Feeling hat, in so einer Hütte drin zu sitzen. Da brauchen wir schon ein bisschen Ausdauer. Also es ist ja, du hast mich kennengelernt, ich dich, weil du bist so der fitzigere Typ, der schnell, und bei mir ist alles so, ich sage, in der Ruhe liegt die Kraft. Bei Naturfotografie ganz wichtig. Da musst du slow. Und das lernt man da, weißt du? Für mich ist das manchmal so, das hat was von Meditation. Du sitzt in so einer Hütte, ja, man kann auch mal anstrengend sein und starrst 5 Tage auf ein totes Wildschwein, was da irgendwo liegt. Aber da gibt es diesen geilen Film, wo du das war eine, wie heißen die Kameras bei dir? Ja, das sind solche Wildkameras. Wildkameras, wo du an so einem toten Wildschwein unglaublich viele Viecher, die da lang bis zum Wolf am Ende. Genau. Ja, das ist so, diese Wildkameras sind jetzt keine hochwertigen Kameras, um jetzt tolle Filme zu machen, aber die nutzen viele Naturfotografen, unter anderem ich eben auch, um zu recherchieren, erstmal zu gucken, was geht denn auf diesem Wechsel ständig lang, oder hier habe ich irgendwo so ein Kadaver gefunden, dann hängst du da so eine Kamera ran und dann schaust du einfach mal, was passiert denn da. Erstmal lernst du davon und dann kriegst du ein bisschen was über die Aktivitäten der Tiere, über die Zeiten, wann muss man wo da hingucken. Und natürlich hat man manchmal dann auch Glück, dass ein paar interessante Szenen dabei entstehen. Und dort ist es ja so, den Film, den findet ihr natürlich. Ja, ich werde ihn gleich mit einblenden. Ja, klar, denke ich, super. Da sieht man wirklich alles, was da kommt. So, ja, ja, so ja, typisch, ja. Das Tier liegt da, ist schon ein bisschen angefressen gewesen, als es gefunden wurde. Und dann sieht man, dass da schon Insekten dran sind, natürlich diese ganzen Aastiere. Wenn dann die Kamera dran ist und die Ruhe einkehrt, dann kommen natürlich sofort die Kolkraben. Das sind die Ersten, die kriegen das sofort mit, bildet sich so eine größere Gruppe und durch dieses Auftreten werden andere Tiere aufmerksam. Wir sehen also eine Konzentration von Kolkraben da an so einem Ast und dann kam der erste Mäusebussard, nicht viel später dann ein Seeadler, der auch zu sehen ist. Nachts, man sieht dann auch die Nachtaufnahme mit Infrarot, stellt sich ein Fuchs ein und dann natürlich als Krönung kommt zum Schluss der Wolf und schleppt das ganze Ding da weg. Das können aber auch noch andere Tiere sein, die an so einem Aas sich treffen. Ja. Ja, also es ist unheimlich interessant. Was du auch machst, das ist das, was wir jetzt hier einfach gemacht haben, die letzten 4 Tage, nämlich so Naturwanderungen. Zum Beispiel waren wir jetzt in Polen in der Warteniederung. Genau. Die Naturwanderung machst du aber auch hier in der Lausitz. Aber ja, natürlich. So alles Mögliche, je nachdem. Also jetzt im Herbst ist es natürlich schön in der Warteniederung. Die Vögel, die jetzt Richtung Süden ziehen und da Rast machen. Genau, in solchen großen offenen Flusslandschaften wie in der Warte, da bietet sich natürlich so eine, also erstmal ist diese Landschaft eignet sich nicht nur für Ornithologen. Oder ja, jetzt, also dort kannst du dann wirklich auch deine Kamera mitbringen und Landschaftsfotografie und es gibt Motive ohne Ende. Total geil, ja. Aber man hat also wunderbare Beobachtungsmöglichkeiten, wenn man so Vogelfreund ist, Ornithologe oder so, da zum Beispiel. Aber das haben wir auch hier in der Teichlausitz, also auch hier, du, am ersten Abend, du erinnerst dich, da gab es ja auch tolle Bilder am Tauerwiesenteich, als die Gänse einfallen. Das war ehrlich, die Sonne ging unter Tau. Ich bin, muss ja ehrlich zugeben, ich bin ja nicht so der, mir fehlt die Ruhe für sowas, ne?
Ja. Aber ich finde es trotzdem unglaublich faszinierend. Und ich glaube, was ich jetzt hier in den letzten 4, 5 Tagen Wanderung durch Polen mit Carsten für mich mitgenommen habe, ist weit mehr, als dass ich weiß, dass jetzt der Sumpfdotterstrolch, der gelbfüßige Sumpfdotterstrolch, nicht gen Süden fliegt oder so. Nee, ich habe viel mehr mitgenommen, als du wahrscheinlich glaubst, und ganz andere Dinge, als du dir vorstellen kannst. Insofern ist sowas eigentlich auch immer interessant für Leute, die jetzt gar nicht, sich überhaupt nicht für Natur interessieren, sondern die einfach mal runterkommen wollen, mal Luft holen wollen und einfach mal keine Stadt und kein Auto sehen wollen und einfach mal wirklich durch brachliegende Landschaft, naturbelassene Landschaft wandern. Ne? Ja, also ich meine, runterkommen ist natürlich das Stichwort. Ja, also ich habe es ganz oft, dass sich Leute auch für ein Thema anmelden. Ja, aber zwischendurch, selbst bei einer Wolfsführung, das ist jetzt was ganz Spezielles, da gibt es ja nicht nur Wolf zu sehen. Ja? Ja. Auch wenn es den Wolf gerade nicht zu sehen gibt. Es gibt unheimlich viel zu entdecken. Ja. Ich denke, ich komme auch ganz gut klar mit den einheimischen Pflanzenarten, zumindest für eine ganze Menge, ein paar Kräuter, ein paar Sachen, die ich nebenbei erkläre. Es gibt dann auch mal immer ein paar interessante Vögel. Ich kann was über den Wald erzählen, über die Teichwirtschaft, in der ich früher selber gearbeitet habe. Im Forst habe ich ja auch gearbeitet mit der Motorsäge und so. Und es gibt spezielle Themenführungen, wie zum Wolf, aber man kann mich natürlich gerne auch mal für ein Wochenende buchen und oder hier in so einer Hütte schlafen und dann kann es allgemeine Themen geben. Wir können auch gerne mal so ein bisschen Outdoor-Aktivitäten am Lagerfeuer machen, mal Feuer machen ohne Feuerzeug und was weiß ich, also kochen draußen am Feuer mit einfachsten Mitteln. Ja, so. Genau, Service ist so ein Mix zwischen Steinzeit und Survival. Weißt du, so da gibt es eigentlich keine Grenzen. Was ich auch total anbietet, ist, ich war hier mit meiner Familie, auch mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Das ist auch wunderschön gewesen hier die Zeit, weil du hier wirklich weit ab vom Schuss bist, mehr oder weniger. Und durch die polnische Grenze, die hier direkt daneben ist, hat man sich in den letzten 20, 30 Jahren auch nicht so um das Grenzgebiet bemüht und es ist noch relativ naturbelassen. Das haben wir jetzt festgestellt, je weiter du eigentlich wieder nach Polen reinkommst, desto moderner sieht es schon wieder aus, ne? Auch die Natur. Ja. Das ist so, ja. Gerade in Grenznähe ist noch ein bisschen mehr Romantik. So, das ist so, wie man sich Polen auch so ein bisschen vorstellen. Ja, also ich mag das auch, diese naturbelassene Landschaft da, wobei das schon eine alte Kulturlandschaft ist, die Lausitz, also auch im angrenzenden Teil setzt die sich ja fort in Polen. Ja. Ja. Die Lausitz ist ja die traditionelle Heimat der Sorben. Ja. Das Wort Lausitz entstammt dem sorbischen Wort Vujica, Sumpfland. Ja. Ja. Und das ist eine Landschaft der Gegensätze. Zum einen sehr feucht, viele Fließe, Moore, feuchte Senken, bis hin zu später im Mittelalter angelegten Teichlandschaften. Das ist das größte zusammenhängende Teichgebiet. Man sagt im Deutschen auch hier Land der 1000 Teiche dazu. Das ist nicht übertrieben. Ja, ja. Hier wird Karpfen gezüchtet seit dem Mittelalter. Und zum anderen diese im Gegensatz dazu stehenden trockenen Sanddünenzüge, die im Zuge der letzten Eiszeit hier entstanden sind, bestanden mit Kiefern und Heide, Wacholder und so weiter. Nicht so ausgeprägt wie in der Lüneburger Heide, aber trotzdem gibt es Elemente, die dem schon gleichen, mit offenen Bereichen und so. Und deshalb ist die so vielseitig und unheimlich attraktiv. Dadurch wahnsinnig viele Tierarten, nicht so stark besiedelt wie anderswo. Mhm. Man hat das Gefühl, also ich habe es hier öfter gehabt, dass ich zum Beispiel bei Wolfswanderungen, das ist ja ähnlich wie in Polen dann auch, dass wir einen Tag unterwegs waren und wir haben keine anderen Menschen getroffen. Ja, das ist und das ist für Leute ganz was Besonderes. Ja? Ja, ja, ja. Ich meine, gerade wer aus der Stadt kommt, der kann es gar nicht glauben. Man trifft niemanden. Ja? Und das ist irre. Und ich meine, ich kenne da so ein paar Wege, wo man da lang geht und da geht es einem wirklich so. Lass uns noch mal kurz auf diese Sorbengeschichte zurückkommen, weil ich meine, ich weiß, ich bin in der DDR damals groß geworden und wir haben das noch gelernt, glaube ich, im Geografieunterricht, dass es auf deutschem Boden ein Volk gibt, der Sorben, die eine relativ eine eigenständige Sprache haben, die natürlich irgendwie geprägt ist durch die enge oder die Nähe zu Polen, dennoch eine eigenständige Sprache und eine eigenständige Kultur und die hier in der Lausitz ansässig ist. Ja, ja, das ist also, das ist ein slawisches Volk, ist klar. Gibt eine Verwandtschaft zu Polen, aber auch zu den Tschechen. Die Sprache ist sogar vielleicht dem Tschechischen etwas näher. Leider spreche ich es nicht mehr, ich muss es ganz ehrlich sagen, obwohl meine Wurzeln sind sorbisch. Also väterlicherseits sowieso und von der Mutter zum Teil.
Mein Vater, es war aber immer so das Problem zu Kriegszeiten, wurde das versucht zu vermeiden und da gab es so einen Bruch, weißt du, da wurde dann das Sorbische, die Sprache nicht mehr so gepflegt. Mein Vater kann es noch sprechen und verstehen, aber er hat es eben nicht mehr an uns weitergegeben. Aber man muss sagen, es gibt hier in der Lausitz noch Sorben, vor allen Dingen so ein bisschen westlich. Da wachsen die Kinder erst mit der sorbischen Sprache auf und tatsächlich im Kindergarten oder manche erst in der Schule lernen Deutsch sprechen. Man glaubt es gar nicht. Ja, ja. Wenn man solche Leute trifft, die haben dann so einen Akzent. Man ist der Meinung, man hat einen Polen oder einen Tschechen vor sich, ja. Aber das sind Lausitzer. Und diese Sprache gibt es wirklich nur auf deutschem Gebiet und hier in dieser Region. Das gibt es anderswo nicht. Ja, ja. Und du hast so unglaublich schöne Bilder von den Sorben gemacht, die ich jetzt gerade parallel mal dazu einblende, die ich ganz faszinierend finde, wo man so ein bisschen die traditionellen Gewänder, sagt man Gewänder? Ja, traditionellen. Die Trachten. Diese Trachten typischen. An, und so ein bisschen auch mal Einblick hat in die Kultur der Sorben. Und sag mal ein bisschen noch was dazu. Ich meine, ich will dir nicht alles... Also ja, aus dem Mund nehmen. Aber diese Sorben, dieses Volk wird immer kleiner und wird wahrscheinlich auf kurz oder lang auch verschwinden. Es ist so, wie mit allen kleinen Völkern überall. Ja, es ist klar. Ich meine, was hier dramatisch war in der Lausitz, sind die Tagebau. Die Kohle wurde abgebaut, um 1900 rum ging das im größeren Maß los, industriell abgebaut. Und damals begann es so groß zu werden, dass die ersten Dörfer der Sache zum Opfer gefallen sind. So dass dann also bis zum heutigen Zeitpunkt, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, aber bis zu zwischen 130 und 150 sorbische Dörfer sind inzwischen verschwunden. Und nun muss man sich vorstellen, dass jedes dieser kleinen Dörfer oder aber zumindest ein Kirchspiel, wo immer 2, 3, 4, 5 Dörfer zusammengehören, die haben eine ganz eigene Kultur entwickelt, ja, so ganz bestimmte Facetten, und die verschwinden einfach, wenn das Dorf weg ist, Leute, die einen ziehen dahin, die einen dahin, und das ist dann einfach weg. Und was so ein Beispiel ist, weil du auf die Trachten kurz angespielt hast, jedes Kirchspiel hat eine eigene Tracht gehabt, also die waren nicht total unterschiedlich, aber es gab bestimmte Farbkombinationen, bestimmte Muster an den Trachten, und wenn eine Frau aus einem Gebiet woanders hingekommen, man hat sofort gewusst, wo die her ist, man wusste, ist es eine junge, verheiratete Frau, ist es eine nicht verheiratete Frau, man kann also aus dem Alter, hat man auch gesehen, aber ich meine so bestimmte Sachen, ist sie verheiratet, ist sie nicht verheiratet, ist die Frau in Trauer, ist die Frau, gibt es gerade einen Feiertag in der Gegend, also das alles konnte man daraus lesen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn sowas verschwindet, ist es natürlich weg. Eine weitere Sache ist, dass im Zuge dieser Industrialisierung der Region die immer mehr Fremde hergekommen sind, sehr viele Deutsche, und dann mischen sich die Kulturen und natürlich die kleinere Kultur wird irgendwann dann eliminiert. Ja. Es gibt so ein altes sorbisches Sprichwort in der Region, Gott hat uns die Lausitz geschenkt und dann kam der Teufel und hat die Kohle da drin vergraben. Ja, das ist also, das sagt sehr viel aus. Das ist so ein bisschen der Schmerz der Lausitz und das geht mir bis in die heutige Zeit. Schauen wir mal, wo es hingeht. Nicht so ein schönes Thema. Nee. Ja, also ich bin da natürlich ein großer Gegner der Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein lieber Carsten, es waren wundervolle Tage mit dir durch Polen, in Polen. Natürlich auch wieder hier zu sein, ist wunderschön. Einmal im Jahr gebe ich mir das ja. Wenn ihr mal eine Wolfswanderung machen wollt, kann ich euch nur sagen, meldet euch bei Carsten, Nummer blende ich ein, Webadresse blende ich ein. Wenn ihr Naturwanderung machen wollt, wenn ihr mal in die Naturfotografie, das ist was anderes als Landschaftsfotografie. Naturfotografie ist halt auch Vögel beobachten, auch wie kann ich mich ranpirschen, ne? Dann meldet euch bei ihm, es ist unfassbar schön, ich kann euch sagen, 4 Tage. Ich habe heute Morgen, als ich beim Bäcker war drüben, wir haben Montag und ich habe ihm ein schönes Wochenende gewünscht. Ich habe also komplett das Gefühl für die Zeit verloren und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Oder? Doch, das spricht dafür, auf jeden Fall. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst, jederzeit herzlich willkommen. Mein Lieber. So, ja, und euch wünsche ich natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Euch wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Sleepy Rat.